Süßen, ich bin jetzt am Flughafen und jetzt gleich geht es nach Berlin. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Lalalalala. So, jetzt brauche ich erstmal Parfum. Chanel, Chanel. Ich mag diesen Duft von Chanel. So, jetzt brauche ich mal kurz eine Sauerstoffmaske, jetzt kriege ich selber keine Luft mehr. Guten Morgen Berlin, du siehst so hässlich aus, so voller Regen und Smog. Aber das ist mir so egal, denn ich habe auf dich richtig Bock. Yay, ich bin angekommen. Alles gut. Wow. Ganz schön hell deine Lampe. Ja, ne? Das ist Phil von Phil's Physics. Hi. Wenn ihr coole Experimente, Explosionen, Versuche, alles was knallt, stinkt, riecht man es möglich. Aber was toll aussieht, gibt es bei Phil's Physics. Genau, auf jeden Fall reinschalten. Wir haben echt gutes Licht jetzt hier gerade. Sehr hell und dein Make-up sieht bombig aus. Wir sind ganz behinderte Bitte. Das ist nämlich das Thema Formatentwicklung und Kreativstrategien auf YouTube. Das ist ein ganz praktischer neuer Workshop, den wir für euch entwickelt haben und den Alex und ich gemeinsam vorstellen und wir vier dann zusammen durchführen werden mit euch in Gruppen. Das ist super. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Applaus! Und der hat letztens einfach einen Vlog gedreht und meinte, er würde gerne anderen Kindern zeigen, wie man Versteckenfang spielt. Keine Ahnung, wie auf diese Idee kam, aber ja, er kam auf so eine Idee. Und ich habe mir jetzt nicht so viel dabei gedacht, außer halt, dass die Kinder einen auf Köche tun, so eine Kochmütze anhaben vielleicht und zeigen, wie man kocht und vielleicht so Messer von Ikea benutzen. Das haben heute schon alle hinter sich hier. Wir haben viele, viele Gruppendiskussionen gehabt. Genau. Ja, also ich bin Diana, ich bin 21 Jahre und mache, glaube ich, schon seit über 4 Jahren YouTube. So, meine Süßen. Ja, ich bin jetzt hier wieder am Flughafen und warte auf den Rückflug praktisch und musste mir schnell ein Taxi nehmen vom Space zurück hier nach Tegel. Sonst kriege ich den Flieger nicht. Meine Jungs warten schon auf mich zu Hause. Der Event ging heute ein bisschen länger als geplant. Es war sogar noch Diana von Löwen da, eine YouTuberin, die sehr viel macht im Bereich Beauty und Fashion und sowas. Und ich werde auf jeden Fall mal auf ihren Kanal klicken. Ich habe coole Leute kennengelernt. Das war ein absolut spannender Tag heute für mich. Der ging echt wie im Fluge vorbei. Anders kann ich es nicht sagen. Das war richtig, richtig cool. Wir haben tolle Tools kennengelernt, wie wir unsere Community noch besser binden können. Vor allem auch haben wir sehr, sehr viele technische Tipps gelehrt bekommen, die ich jetzt auch versuche umzusetzen. Und ja, und werde mich freuen, wenn das Ganze auch Früchte trägt und vielleicht dadurch auch eine noch größere Community entsteht. Das wäre natürlich echt cool. Ja. Sinn und Zweck so eines Events ist es natürlich auch, dass man Kollaborationen mit anderen YouTubern gemeinsam macht, dass man auch Partner auf seine Kanäle einlädt und gemeinsam Videos macht, wie wir noch mehr die YouTube-Base nutzen können, um noch mehr in Kontakt mit euch zu treten und noch besseren Content zu liefern, noch bessere Formate zu liefern, einfach auch, ja, wie man YouTube noch besser nutzen kann, um seine Community ja weiterhin glücklich zu machen und mehr auf euch auch einzugehen, weil ja, ihr bestimmt praktisch unseren Content, ne? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was ich jetzt davon mitgenommen habe, was ich jetzt davon umsetze und ja, seid gespannt. Ihr Süßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, bye bye, euer Linda.